Applaus für die beiden, denn die stecken wirklich 24 Stunden ihre Kraft und Geld und alles rein. Super. Ja, ich hatte anfangs gesagt, sprecht einfach andere Menschen an. Ich weiß, es ist immer nicht ganz so einfach, wie spreche ich die Leute an, wen soll ich ansprechen, was gibt es denn für einen Grund, um irgendwie jemanden anzusprechen. Und da möchte uns Zeynep heute etwas zu erzählen. Wer sollte zu den Mahnwachen kommen? Zeynep. Jetzt ist es. Ja, hallo alle Mann, wer mich noch nicht kennt, ich bin Zeynep und ich habe mir Gedanken gemacht, wer eigentlich alles hier auf den Mahnwachen erscheinen sollte. Weil manche glauben, das wären nur irgendwelche Loser, die eh nichts Besseres zu tun haben. Und ich wollte gerne mal ein paar Gründe aufzählen, warum das eigentlich gar nicht der Fall ist, sondern eben wirklich aus allen Gesellschaftsschichten Menschen hier erscheinen sollten und müssten. Also, ich habe mal angefangen, alle Menschen mit Kindern. Wer sich jetzt nicht für den Frieden engagiert, wird später mit Sicherheit seinen Kindern erklären müssen, warum aus seiner Einsteilenwelt ein totalitärer Staat ohne Menschenrechte, ja im schlimmsten Fall sogar ein Kriegsgebiet geworden ist. Und niemand kann sagen, er habe es nicht ahnen können. Dann alle Menschen mit Haustieren. Wer Tiere liebt, sollte sich auch für den Frieden für die Tiere auf dieser Welt einsetzen. Egal, ob es Haustiere oder Wildtiere oder Nutztiere sind. Es ist unsere Pflicht, auf ihre Rechte hinzuweisen und uns dafür stark zu machen, dass die massenhafte Tierquälerei in den Mastbetrieben aufhört, dass Wildtiere nicht länger der Lebensraum genommen oder verseucht wird, dass Tierversuche abgeschafft werden, dass täglich Hunderte von Arten nicht mehr länger durch Menschenhand aussterben dürfen. Dann alle Menschen, die irgendwelches Eigentum haben, wer ein Haus hat oder Spargut haben, Gold oder Ländereien, der muss sich darüber im Klaren sein, dass diese Regierung nicht eine Sekunde zögern wird, alles zu enteignen, wenn sie es für notwendig hält. Und es bedarf schon einer großen Naivität, wenn man glaubt, dass der Gesetzgeber etwas dagegen tun würde. Die Tatsache, dass wir kein souveräner Staat sind, bedeutet, dass wir nur so lange in unserem Dämmerzustand gehalten werden, bis die Pläne der Großmächte sich ändern. Menschen, die einen Garten haben. Wer also gerne das essen möchte, was er anbaut, der muss sich hier positionieren. Gegen Fracking, gegen Monsanto, gegen Chemiegifte und gegen Atommüll, gegen Chemtrails und gegen Atomkraftwerke. Unsere Böden sind schon schwer belastet. Und wer seinen Kindern nicht nur aus Büchern zeigen will, wie man einst gepflanzt und geerntet hat, der muss jetzt mitdemonstrieren. Auch Menschen, die an Gott glauben. Gott hat den Menschen als Statthalter Gottes auf die Erde gesetzt, damit er diese verantwortungsvoll betreut und verwaltet. Dieser Aufgabe kann man nur gerecht werden, wenn man sich für den Frieden und für den Schutz der Natur einsetzt. Genauso gut müssen auch Menschen, die nicht an Gott glauben, hier sein. Die Eigenverantwortlichkeit des Menschen gebietet es, dass wir den Ernst der Lage überblicken, dass wir auf das verzichten, was unserer Umwelt und unseren Mitmenschen schadet. Die Gesellschaft entwickelt sich und kann zwischen Recht und Unrecht alleine unterscheiden. Wer den Aufruf zum Friedenserhalt für alle Lebewesen dieser Erde ignoriert, kann sich nicht zu der Gruppe der mündigen Bürger zählen. Politiker, ganz gleich, zu welcher Partei man zählt, ist jeder Politiker der Rechtsstaatlichkeit und der freiheitlichen Grundordnung verpflichtet. Politiker arbeiten im Dienst der Bürger. Darum müssen sie alle Mittel nutzen, um den Bürgern ihre Rechte zu gewähren. Um glaubwürdig zu sein, muss jede Partei die Montagsmahnwachen besuchen und unsere Botschaften in ihr Parteiprogramm übernehmen. Es gibt keinen Grund, die Friedensbotschaft anzuzweifeln oder ihre Notwendigkeit zu leugnen. Wer hier auch herkommen muss, das sind Schüler.
Also an alle Schüler hier, wenn ihr euch eine ordentliche Ausbildung an den Schulen wünscht, in denen ihr auf die Aufgaben in eurem Leben vorbereitet werden, in denen ihr lernt, was ein Mensch wissen muss, um die Vielfalt dieser Erde positiv zu nutzen, dann kommt zu den Mahnwachen und lasst euch ermutigen, dass ihr mehr Wissen fordern dürft, dass ihr okay seid in eurer Individualität und dass ihr nicht nur zu funktionierenden Arbeitsdrohnen erzogen werden wollt. Ihr habt ein Recht auf eine unbeschwerte Kindheit, ohne Frühsexualisierung, ohne Gewalt und Rassismus, ohne Ritalin und manipulierende Medikamente, die eure Persönlichkeit verändern. Lehrer sind auch wichtig hier. Wer Kinder in dieser Welt ausbildet, wünscht sich doch, dass sie auch eine lebenswerte Zukunft haben können. Sein Interesse besteht darin, Persönlichkeiten mit Fähigkeiten auszustatten, die für sich selbst und ihre Mitmenschen eine Bereicherung darstellen werden. Er wünscht sich Absolventen, die etwas Positives im Leben schaffen können. Dabei möchte er nicht zum Handlanger der Wirtschaft mutieren. Ärzte. Wer Menschen heilen will, der darf nicht mehr und mehr abhängig sein von einem Gesundheitssystem, das Menschen zu Nieren oder Lebern degradiert. Der darf sich nicht von der Pharmalobby vorschreiben lassen, was er zu verschreiben hat. Und der muss schon im Studium eine umfassende Bildung zu wirksamer Medizin fordern können, ohne natürliche Zusammenhänge verschwiegen zu bekommen, die dem Patienten ein Leben ohne Chemie ermöglichen würden. Naturheilmittel, Vitamine und Mineralien dürfen in ihrem Wert nicht hinter Pharmaerzeugnissen stehen oder sogar verbrücken werden, siehe Borax oder auch Hanf. Dann alte und kranke Menschen. Wer sein Leben in Arbeit verbracht hat, der muss erwarten können, dass jetzt der Staat für ihn da ist. Wenn man aber Angst haben muss, alt zu werden, nicht mehr respektiert zu werden, im Pflegeheim nur noch verwahrt zu werden und von niemandem mehr gebraucht zu werden, dann muss man auf die Straße gehen und sich Gehör verschaffen. Frieden heißt, dass alle Mitglieder der Gesellschaft in ihrer Würde respektiert werden. Jeder Mensch hat ein Recht auf ein würdiges Leben von Anfang an bis zum letzten Atemzug. Auch Richter und Anwälte sollten hierher kommen. Wer sich dem Recht verschrieben hat, der muss ein gesteigertes Interesse daran haben, dass Rechtsstaatlichkeit auch möglich bleibt. Dabei geht es nicht um blinden Gehorsam eines Gesetzestextes gegenüber, und dabei darf der gesunde Menschenverstand nicht ausgeklammert werden. Abkommen wie TTIP oder TISA und so weiter gehören zu den Dingen, die das unmöglich machen werden. Die Demokratie muss wieder zu neuem Leben erwachen und ausgebaut werden. Und zu guter Letzt gehören hierher auch der Bundespräsident und die Kanzlerin. Sie haben beide die Verpflichtung zur generellen Reue und zur Umkehr in Richtung Frieden mit dem deutschen Volk und Frieden mit der Welt. Ihr Erscheinen auf der Montagsmahnwache wäre ein wichtiger Schritt hin zu dem Zweck, für den sie einst gewählt wurden, um dem Volk zu dienen, um Deutschland zu dienen, das ein Land auf einer intakten Erde sein möchte, mit intakten Nachbarländern und intakten Beziehungen zu Toleranz, zu allen Kulturen, die die Menschheit je hervorgebracht hat. Das war alles. Vielen Dank. Super, danke, Zena.